schwuppdiwupp sind wir in unserer Rückblickskategorie. Also ja. Wir schauen zurück in den Hörspielmonat April und gucken, was es online gab, offline gab, in CD-Variante und so weiter und so fort. Und wir starten mit dem Radio. Da gibt es im Podcast von Radio Bremen, beziehungsweise auch beim Podcast vom NDR, im Niederdeutschen Hörspiel, das Hörspiel Altes Land von Wolfgang Sesko nach einem Roman von Dörte Hansen. Altes Land, da geht es um die Geschichte im, wie der Titel schon sagt, Alten Land bei Hamburg, also dieses Gebiet, was man der Elbe abgetrotzt hat. Da erzählt man quasi über die Generationen, die seit dem Krieg dort leben. Sie schon länger da leben, aber die Generationen seit dem Krieg betrachtet man da. Also es geht am Ende des Zweiten Weltkriegs los, als Flüchtlinge kamen aus den Ostgebieten und die dort auch heimisch wurden. Ja, bis zur heutigen Zeit. Und man wechselt da immer mal die Perspektive. Also man fängt zwar im Alten an, aber es werden immer mal so Rückblicke beziehungsweise sich zurück besonnen und über diese Figuren, die da leben, erzählt. Und ich fand das absolut interessant und total spannend. Also wie das erzählt wird, wie das atmosphärisch rübergebracht wurde, das hat mich richtig begeistert. Also da hätte ich nicht erwartet. Ich hatte am Anfang auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten, da reinzukommen, weil man nicht so genau erkennen konnte am Anfang, was das überhaupt wird. Und das hatte so eine merkwürdige Erzählperspektive. Auch wenn man dann mal drin ist, flasht einen das total. Und also das würde ich wirklich jedem empfehlen, der jetzt nicht unbedingt an einer großen Story interessiert ist, sondern mehr an Figuren und daran, wie sich so Lebensbilder quasi aufblättern. Und das ist total gut gelungen hier in dem Hörspiel. Und also mich hat es wirklich total überrascht und ich bin wirklich froh, das gehört zu haben. Schön. Das ist auch wirklich eine schöne Gegend. Ich bin da mal durchgefahren, als ich irgendwie, keine Ahnung, auf irgendeine Schulung oder so, und da musste ich durchs alte Land fahren. Und das ist ganz, ganz speziell irgendwie da. Ja, wirklich ein ganz gelungenes Stück Heimat-Hörspiel im positivsten Sinne. Schön. Man erzählt tatsächlich von so Figuren, die jetzt gar nicht das Zeug zu zum Protagonisten haben, sondern die alle so ein bisschen verschroben sind, alle ein bisschen schwierig sind, alle ihre Brüche haben, und das ist wirklich ganz, ganz toll gelungen. Also Hut ab, Herr Sesko, das haben sie wirklich klasse gemacht. Das ist eh ein guter. Jo. Das stimmt. Apropos gut, das Triumvirat Hex gibt es wieder im WDR Hörspielspeicher. Das kennen ja viele, also zumindest das Triumvirat ist ja jetzt ein Hörspiel, was seit dem Erscheinen des ersten Teils quasi eine riesen Fangemeinde hat, weil es halt eine wirklich super Idee ist. Die Idee besteht darin, dass sich vier Herren quasi beim Skatspielen treffen und im Rahmen dieser Skatrunde Kriminalfälle besprechen und diese dort auch lösen. Also quasi am grünen Tisch beziehungsweise am Kneipentisch. Das Triumvirat Hext ist quasi der vierte und bislang letzte Teil davon. Man musste leider das Personal ein wenig austauschen, weil viele der Originalsprecher verstorben sind. Passetti war dabei, es war Korte dabei, leben leider nicht mehr. Und im aktuellen, beziehungsweise im letzten Fall, ist es jetzt Peter Fricke, Gerd Hauke und Dietmar Müß, die das Ganze auch noch live präsentieren. Es war, glaube ich, im Rahmen der WDR, wie heißt das, Hörspiel des Hörspieltages oder so, also gab es zumindest mal die Veranstaltung. Dort hat man dann live dieses Hörspiel aufgeführt. Das Ganze heißt das Triumvirat Hext, weil es geht um Hexen. Es geht um eine alte Frau, die verschwunden ist, kurz vor der Walpurgisnacht. Die hat halt so ein paar Ecken und Kanten. Man vermutet halt so, beziehungsweise es wird so geredet, dass es vielleicht so eine Hexe sein könnte. Ja, und die drei lösen dann diesen Fall. Und es ist vielleicht nicht der beste Fall von den drei oder beziehungsweise von den vier, aber es ist immer noch ein ganz großes Hörspiel, weil das wirklich total ein toller Kniff ist, einfach diese Story von diesen drei Herren erzählen und lösen zu lassen. Das ist wirklich klasse. Anhören, also wenn ihr es immer noch nicht gemacht habt, auf jeden Fall. Ja, aber jetzt aber dringend, ja. WDR Hörwelten hieß es übrigens, nicht Hörspieltag, WDR Hörwelten. Aber von 2007, ist auch schon ewig her, wenn man das mal überlegt. Das sind 10 Jahre, also noch nicht ganz, aber fast. Ja, apropos WDR, da gibt es nochmal Radio, nochmal WDR Hörspielspeicher, und zwar Der Putsch, ein Hörspiel aus Bottrop. Das Ganze ist von Sebastian Büttner erdacht worden und es spielt Wolfgang Wendland mit, der Sänger der Punk Band Die Kassierer. Der spielt den Oberbürgermeisterkandidaten, genau wie er auch das im richtigen Leben war. Er war es allerdings von Bochum, hier spielt er den von Bottrop. Der ist nämlich eigentlich Wurstfabrikant und möchte Oberbürgermeister werden, weil die derzeitige Oberbürgermeisterin ihm so ein bisschen Strich durch die Rechnung macht, was die Erweiterung seines Betriebes ergeht. Ja, der Wurstfabrikant ist allerdings nicht nur Wurstfabrikant, sondern auch quasi der Bottropper Donald Trump und benimmt sich entsprechend.
Es gelingt ihm allerdings, dort dann doch Erfolge zu erzielen und tatsächlich zu einem gefürchteten Gegenkandidaten zu werden. Und das wird mit allerlei Ruhrpott-Charme und Witz und Schmiss erzählt. Ja, ich habe es gern gehört, wobei ich tatsächlich mir noch so ein Schippchen mehr erwartet hätte. Also die Erwartungshaltung war natürlich hoch bei dem Figurenkabinett und der Idee. Da ist es vielleicht, ja, die Erwartung nicht ganz erfüllt worden, aber ich wurde immerhin noch gut unterhalten. Jo, du kannst gleich weitermachen. Du hast halt einen Solo nach dem anderen. Ich habe einen Solo nach dem anderen. Bedeutet, ich war faul. Das wird sich gleich noch relativieren. Aber es fängt tatsächlich ganz viel mit Radio an. Ja, ja, es gibt nämlich auch ein Kinderhörspiel beim WDR. Im Podcast von Kira K. bzw. WDR 5 lief das Ganze Der Strudel der flüsternden Sachen. Und es ist ein Hörspiel von Monty Arnold. Meines Erachtens auch das erste von Monty Arnold überhaupt. Darin geht es um zwei Jungs, die so ein bisschen ihre Schwierigkeiten haben mit dem Zimmer aufräumen. Das Zimmer versinkt im Chaos. Die Mutter hält beide an, soll doch mal aufräumen. Und sie machen das dann beide halt gemeinsam. Ja, es ist aber eine Herkulesaufgabe, weil der Raum ist so zugemüllt, dass man kaum noch die Möbel sieht und geschweige denn irgendwas anderes. Dann entdecken sie ein Tunnelsystem, in das sie dann hineinklettern, um es zu erkunden, und geraten dann in den titelgebenden Strudel der verschwundenen Sachen und geraten in eine andere Welt, in der lang verschollen geglaubte Dinge wieder auftauchen, die also irgendwann mal in dem Zimmer untergegangen sind. Wie sie dann wieder aus dieser Welt rauskommen oder ob sie da wieder rauskommen, das solltet ihr dann hören in dem schönen Hörspiel. Es ist ein sehr unterhaltsames Kinder- und Jugendhörspiel, kein Knaller, aber wirklich unterhaltsam und gerade für Kinder, wo so ein bisschen Aufräumen ein Problem ist, ich weiß, wovon ich rede, ist das wirklich teilweise Balsam auf die Seele. Wenn es auch am Schluss vielleicht ein bisschen zu viel erhobener Zeigefinger ist, aber naja, geschenkt. Also könnt ihr, wie gesagt, downloaden, könnt ihr auch gerne tun, ist sehr unterhaltsam gewesen. Spricht Monty Arnold auch mit eigentlich? Fragst Sachen. Ich nehme die Frage zurück. Also bewusst gehört habe ich ihn nicht, aber hätte man eigentlich, Monty Arnold hört man eigentlich raus. Das muss ich jetzt klären. Wohl, vielleicht ist das wie bei Bastian Pastewka beim Holmes, sagt er, nö. Der auch nicht auftaucht. Außer als dritter Kutscher vielleicht, oder? Habe ich schon gesagt, dass Monty Arnold nicht mitspricht. Er spricht nicht mit, okay. Hatte ich schon was zum WDR-Hörspielspeicher gesagt? Nee, aber ich habe gehört, dass es da auch ein neues Hörspiel von Martin Heindl gibt. Martin Heindl, ja, der uns ja mit ganz, ganz vielen Sachen schon bespaßt hat. Unter anderem Eifelgeist. Ja, der großartige Eifelgeist. Ja, und Eifelgeist ist ein ganz gutes Stichwort, weil in die Richtung geht auch die Fabrik, das neue Hörspiel von Martin Heindl. Ein ähnliches Setting, es gibt auch wieder eine Tankstelle, interessanterweise. Auch wieder diese Schleife, also dass die Protagonisten in so einer Schleife gefangen sind und da nicht mehr rauskommen. Man begleitet also einen Mann und zwei Frauen auf der Suche nach der Fabrik. Es ist in dem Hörspiel nicht so ganz klar, warum, wieso, weshalb. Es wird mehr die Kulisse dargestellt. Es geht mehr darum, die Atmosphäre, das Albtraumhafte dieser Story zu transportieren, als tatsächlich die Geschichte an einem roten Faden zu orientieren und irgendwo hinzuführen. Ja, die drei sind auf dem Weg in die Fabrik und entdecken dort auch einen vierten, der vermisste Freund der Freundin. Aber diese Fabrik, mit der ist was merkwürdig, weil in dieser Fabrik geschehen merkwürdige Dinge. Man ist mal alleine, mal mit zu zweit, mal zu dritt, mal sind sie alle vier wieder zusammen. Es hat auch dann so Anspielungen auf verschiedene Horrorfilme, also dass man so gewisse Elemente hat, wie dass sie sich dann trennen, um das Haus zu durchsuchen und sowas. Das ist alles drin. Es ist tatsächlich so, wer das jetzt hört und denkt, ich will jetzt mit einer spannenden Story, die von A anfängt und bis B über B nach C geht, für den dürfte es ein bisschen schwierig sein. Also hier, das geht schon so ein bisschen arg ins Surreale und also es geht mehr um die Atmosphäre. Aber also mir hat das total gut gefallen, weil das tatsächlich mal wieder was Neues war, was diese ausgetrampelten Pfade ein bisschen verlässt. Diese Atmosphäre ist total mitreißend. Also mich hat das Hörspiel total in den Bann gezogen und auch wenn ich dann später davor sitze und sage, ja, was wollte man damit jetzt? Man wollte wahrscheinlich einfach nur 50 Minuten gut unterhalten. Das ist meines Erachtens gelungen. Ich habe schon einige Kritiken auch gelesen, die jetzt nicht so begeistert waren, die halt eben eine andere Erwartungshaltung hatten vielleicht. Aber also ich kann nichts Schlechtes über dieses Hörspiel sagen, außer wie gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass es tatsächlich dem einen oder anderen vielleicht nicht gefallen wird, weil es vielleicht zu abgespaced ist. Naja. Aber dir wird das auch gefallen. Dann freue ich mich schon. Ja, ich habe auch mal was gehört. Was? Ich mach mal eine Pause. Und zwar die Teufelskicker. Nehme ich mal zurück. Ja, die Teufelskicker, die 61, das Abstiegsgespenst. Man muss sich ja im Teufel
Vogelskicker Kosmos mittlerweile irgendwie was einfallen lassen, damit man nicht redundant einfach nur von irgendwelchen Fußballspielen erzählt. Das gelingt ja eigentlich relativ gut in der Serie und so hat man sich wahrscheinlich jetzt mal gedacht, ach Mensch, es ist eigentlich langweilig, wenn dann immer nur Teufelskicker auf Platz 1, VfB auf Platz 2 oder andersrum ist. Nein, die Teufelskicker sind mal richtig am Hintern der Tabelle angekommen. Wodurch, erfährt man nicht so genau. Es ist anscheinend ziemlich viel irgendwie falsch gelaufen und dann irgendwie unglücklich. Und dann, wenn man mal unten drin steckt, dann hat man ja auch noch die Scheiße am Stiefel. Genau. Und so ist es denn auch. Die Teufelskicker verlieren teilweise unglücklich Spiele. Aber ja, wie das halt so ist, man sagt dann zwar immer, ja, das ist dann auch Pech, aber eigentlich hat man es ja schon irgendwie selbst in der Hand. Und dann gibt es aber wirklich Sachen, auf die sie keinen Einfluss haben. Zum Beispiel werden Spieler krank. Und dann zum allergrößten Übel, quasi kurz vor Saisonende, ich glaube 4 Spieltage vor Saisonende, sagt Norbert, fällt ihm mal siedend heiß ein, ach Mensch, ich bin in Italien jetzt die nächsten Wochen übrigens. Das fand ich ein bisschen gestolpert. Das hätte man vielleicht ein bisschen elegant lösen können. Ja, das wäre vielleicht mal so interessant, sowas in der Bundesliga zu erfahren. Ach übrigens, ich bin Moment, in Brasilien jetzt die nächsten paar Wochen, ne? Tschüss. Na gut, ich kriege ja wahrscheinlich kein Geld für seinen Job. Deswegen haben sie ja kein Druckmittel. Naja, die Teufelskicker denken sich, ja toll. Und wer übernimmt das Training? Ja toll, Rebecca, danke. Noch eine Rebecca-Folge. Das ist ja, also die habe ich ja, die habe ich so gefressen. Wenn ich ihre Stimme höre, dann könnte ich echt in die Box treten mittlerweile. Und das ist schön, weil das wird dann sehr schön aufgegriffen, weil sie durch ihre extrem nervtötende Art das Ganze dann auch teilweise schwer erträglich macht. Aber das Gute ist, so geht's den Teufelskickern ja auch, weil Rebecca hat sich was einfallen lassen und hat wieder bei den großen Trainern sich was abgeguckt und macht Videoanalysen. Das ist ihr Ding, Videoanalysen. Das heißt, sie nimmt die Spiele auf und die laufen ja momentan nicht so gut für die Teufelskicker und spielt das dann brühwarm mehrfach den Teufelskickern im nächsten Training nochmal vor, wie sie verkackt haben und das sorgt ja total für Moralschub. Also es klappt irgendwie alles nicht, es macht alles noch viel schlimmer. Und dann ist das Oberschlimme, am Schluss spielen sie dann tatsächlich auch noch quasi im letzten Spieltag gegen VfB. Aber wie es ausgeht, verrate ich nicht, aber man kann sich es vielleicht denken. Ist mal interessant, weil es in eine andere Kerbe schlägt. Es ist halt ein bisschen merkwürdig, weil das irgendwie so aus dem Nichts kommt. Ich meine, die Folge davor haben sie noch um einen Titel mitgespielt. Aha, dann ist dann jetzt quasi ein Jahr vergangen, oder was? Ja. Ist wie das Alter von den 3 Fragezeichen. Vielleicht sind auch nur 3 Mannschaften da, bitte. Nee, die spielen ja schon allein in der Folge gegen 3 unterschiedliche. Und dann noch den VfB. Ja, ist ganz nett, weil man auch so mal die Kehrseite des Ganzen kennenlernt. Aber ja, ist in Ordnung. Und man hat sich Mühe gegeben, wieder sich was Neues einfallen zu lassen. Von dem her geht das in Ordnung. Ist nur an wenigen Stellen richtig hanebüchen. Also die Norbert-Geschichte, das ist ein bisschen zum Haare raufen. Aber ansonsten geht die Folge in Ordnung. Und wie gesagt, ich rechne es den Machern wirklich positiv an, dass sie sich immer wieder was Neues einfallen lassen. Das ist schon eine Leistung. Gut, jetzt kommen wir zu was wir beide gehört haben. Ja. Premiere für diesen Blog. Foster. Ja. Der zweite. Wir hatten ja im letzten Orcast, die Älteren erinnern sich, Herrn Döring zu Gast, der uns sehr eloquent über Foster erzählt hat. Und er hat nicht zu viel versprochen. Also ich fand das Erlöschen des Lichts tatsächlich sehr, wie soll man denn sagen, der hat der Serie gut getan. Ja, hat halt wirklich in Bahn gelenkt. Ne? Obwohl, ja, weil, obwohl ja, es echt fies Folge ist. Dachte ich, ja, das geht wieder so, geht so in so eine, in die Richtung, wo ich so ein bisschen Angst vor hatte. Meinst du das mit den aufgefächerten Zeiträumen? Also man ist ja jetzt in Folge 2 ist man ja wirklich im Hier und Jetzt. Und oder die Serie ist halt quasi angekommen in dem Zeitraum, wo sie wahrscheinlich die Geschichte erzählen will. Ja. Und von daher finde ich das relativ gut gelöst mit der ersten Folge, dass man da quasi hinführt. Ja, da klar. Weiß man natürlich aber jetzt ich hatte erst, beim Hören der ersten Folge hatte ich halt so die Bedenken, dass dass diese Serie in so eine, diese Dämonen-Geisterjäger 0815-Dings abdriften könnte. Aber mit Folge 2 wird ja da einiges gerade gerückt und klargestellt. Ja. Man hat ja jetzt schon nach der Folge 2 zumindest mal so eine Ahnung, wie das weitergehen könnte. Also man ist ja dann doch näher bei End of Time als bei John Sinclair. Das auf jeden Fall. Und obwohl man jetzt so viel mehr auch noch nicht weiß. Es wird halt ausgesponnen, diese Geschichte um die Entführung der Tochter, wo ja die Holla die Waldfee, äußerst böse Mutter, großartig gespielt. Das ist wirklich, boah, richtig geil. Liane Rudolph ist das, ne? Ich glaube, ja. Ja, großartig, wirklich. Das macht richtig Laune. Also im schlechten Sinn, nein, im guten Sinn, wie soll ich das denn jetzt
Also man hört in ihrer Boshaftigkeit, wie es ihr Spaß gemacht hat, diese Rolle zu spielen, glaube ich. Weil es ja schon eine Herausforderung ist. Das ja. Ist sensationell gut. Also zum Beispiel, was mit dieser Sekte zu tun hat, da weiß man jetzt noch nicht so viel mehr im Endeffekt. Man weiß nur, okay, ja, das hängt auch mit der Vergangenheit der Mutter zusammen. Aber viel mehr wird nicht aufgedröselt, als das, was die andere Tochter im Endeffekt dann Foster verrät. Da bleibt man so ein bisschen in der Luft hängen. Aber das Gute ist, es ist genauso viel Futter da, dass man dranbleibt und den hier macht. Ja. Schart. Nee, ich bin jetzt auch total drin und möchte jetzt auch dringend wissen, wie es weitergeht. Also das ist, die erste Folge war ja schon gut, hat mich gut unterhalten, aber da war ich noch nicht im Foster-Modus. Da bin ich mittlerweile nach Folge 2 dann durchaus angekommen. Also, ich bin auch gespannt, wie Foster noch ausgemalt wird als Figur. Er ist ja jetzt schon einfach, er ist einfach ein harter Klumpatz momentan noch im Endeffekt. Und aber man ahnt schon, dass sich da noch ein paar Sachen abschälen werden. Glaube ich auch, ja. Das ist auch, finde ich, ganz gut gelöst eigentlich. Es bleibt spannend. Ja, also ich freue mich. Schnell weiter, wir brauchen Futter. Aber sonst nichts zu hören. Nee, richtig. Ja, dann hinweg von Foster. Zu einer der merkwürdigsten 5 Folgen, die ich jemals gehört habe. Ever. Wie, was war denn das? Alles in der Welt kommt man auf diese merkwürdige Idee, um chinesischen Pflanzen. Als ich den Titel gelesen habe, habe ich mir schon gedacht. Ja, der Titel ist schon allein schon merkwürdig. Jo. Merkwürdig. Also, es geht um Gemüseschauen, die es ja tatsächlich gibt, wo Gemüsezüchter oder Gartenfreunde, machen wir es mal ein bisschen größer, Gartenfreunde zusammenkommen und quasi ihren. Wer den längsten und wer den kürzesten. Ja, ich wollte gerade den Schwanzvergleich nicht so aufhängen, aber ja, genau. Ja. Genau das machen. Ich habe den größten Kürbis. Ja, und uns, Anne will auch den größten Kürbis. Und Anne will auch den schönsten Kürbis. Groß und schön soll er sein. Genau. Sieht schon ganz gut aus jetzt, aber dann eines Nachts oder über Nacht. Sieht der nicht so gut aus. Er lässt die Blätter hängen. Tja. Und es gibt eigentlich nur einen einzigen. Lass den Spannungsmoment noch stehen. Entstehen. Ich habe wieder reingeplappert. So. Ja, das ist so. Es gibt eigentlich nur einen einzigen Verdächtigen, weil sie eigentlich nur einen einzigen Konkurrenten hat, also einen anderen Kürbiszüchter. Sag mal, es geht schon um Kürbis, ich rede jetzt hier keinen Unsinn, ne? Oder habe ich jetzt das Gemüse verwechselt? Es geht um Kürbis. Nein, Kürbis ist schon. Ist das Gemüse der Woche? Dann, begeben sie sich auf die Suche, was denn da jetzt der Grund sein könnte und was macht der Hund? Der Hund schnuppert und frisst erstmal irgendwelches Zeug. Dass er in der Gegend rumliegt und jault und legt sich auf den Buckel und die haben Timmy vergiftet. Das heißt, mein armer Hund! Das ist dieser Hund, der ja eh nur 3 Töne kann. Und da macht er halt nur. Das war halt dieses. Es gibt ja immer noch Onkel Quentin, der alte Wissenschaftsfuchs. Und der alte Wissenschaftsfuchs rennt mal schnell in sein Labor. Also jeder, der mal in einem Labor war und diese Szene hört. schlägt sich im Kopf so auf die Tischplatte, dass es lange weh tut. Und findet halt raus, dass da mit Chemikalien rumhantiert wurde. Und so nimmt halt diese Geschichte ihren sehr merkwürdigen Lauf, wo dann eben auch noch dieses asiatische Flair ein bisschen mit reinspielt und das Ganze noch merkwürdiger macht, als es eh schon ist. Und dann alle Om Mani Padme Hum auf einmal singen. Ich habe keine Ahnung, wo diese Folge hin wollte ursprünglich mal. Es ist sehr merkwürdig. Also ich kann nicht sagen, dass ich nicht unterhalten wurde, ganz ehrlich gesagt, aber mir wurde es nicht so ganz schlüssig. Ja, aber es ist halt mehr so, ist halt wie so bei einem Autounfall. Da sitzt man und klotzt. Fragt sich, was machen sie jetzt als nächstes? Kann gar nichts gegen tun. Alter, das war schon, um es mal freundlich auszudrücken, sehr strange. Also man könnte auch von Hanebüchen reden. Doch, also die Story ist schon Hanebüchen, ja. Also ich denke mal, die Story ist auch, also ohne Zuhilfenahme von irgendwelchen Substanzen, eigentlich so nicht erdenkbar. Wer hat die geschrieben? Weiß man das? Guck mal, Catherine McLean. Ach die, das wird doch kein Pseudonym sein. Ich weiß nicht, vielleicht. Catherine McSauber. Müssen wir so stehen lassen. Ja. Ihr könnt gerne mal reinhören und ein Ohr riskieren, aber. Sachen werden euch nicht gewarnt. Also ist schon ein bisschen, merkwürdig. Da hake ich nämlich gleich mal ein. Wir kommen zurück zum WDR. Jens Rachut hat ein neues Hörspiel gemacht, das Hexensucht heißt. Gibt es im WDR-Hörspielspeicher. Jens Rachut ist doch derjenige, der uns Herzinfarkt auch beschert hat, ne? Ja. Da fand ich die Idee ja sehr geil und die Umsetzung hat mich mal so gar nicht überzeugt, weil das einfach ein sehr chaotisches Hörspiel war, das irgendwie einfach bunt sein wollte, laut sein wollte, aber das irgendwie insgesamt wusste ich nicht, will man mir jetzt was erzählen oder was, will man jetzt einfach nur laut sein, wusste ich nicht. Ja, da habe ich gedacht, ich höre mal Hexensucht rein. Das ist durchaus ähnlich
ist es mir gegangen mit dem Ganzen. Ich weiß nicht, was man mir da erzählen wollte. Das ist alles sehr, sehr bunt und geht wild durcheinander. Und ich weiß nicht, also es geht irgendwie um so eine Art Selbsthilfegruppe, Therapiegruppe für anonyme Hexen, aber dann aber auch gleichzeitig um so ein Talkshow-Format, wo dann wahrscheinlich, da denke ich mir jetzt irgendwie so ein Brückenschlag stattfinden sollte, dass da alles irgendwie Show ist und irgendwie sowas. Könnte ich mir vorstellen, aber in der halben Stunde, die ich durchgehalten habe, ist mir das nicht schlüssig geworden. Für Fans vielleicht? Also wem? Ja, wir haben mit Rahut schon öfter unsere Probleme gehabt. Ja. Von ihm ist auch Gott in der Falle. Kannst du dich da noch dran Ach, erinnern? Ach, je, ja. Das war auch nicht auch so. Nicht so wirklich das, was bei uns auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Um es mal wieder vorsichtig auszubringen. Für Fans von lauten Hörspielen. Lauten, bunten Hörspielen, die jetzt vieles im Offenen lassen und wahrscheinlich dem Hörer überlassen, wie man Sachen deutet. Finde ich einfach nicht schlecht, aber also ein bisschen mehr muss mir da schon an die Hand gegeben werden. So ist das halt sehr beliebig, also finde ich. Ich habe jetzt da auch keine Botschaft oder so, sonst was so eindeutig irgendwie raushören können. Naja, eine Botschaft hat dafür. Kommen wir zu Lübbe Audio, die ja Tonstudio Brauns John Sinclair-Reihe weiterführen, sehr fleißig weiterführen, das geht. Also jeden Monat 3 Stück, das ist schon ordentlich. John Sinclair, und wir sind angekommen, im Moment 4 Stück waren es doch diesmal sogar. Ja, 4 Stück kamen raus, ja genau. Und 3 hast du gehört. 3 habe ich gehört, weil ich habe es dem Hörspüler gleich getan und habe beim, naja, der Hörspüler spült der Hörspüler. Ich habe beim Spülen ein bisschen John Sinclair gehört. Ja, und da habe ich mir halt von meinen alten Tonstudio Braun Kassetten den 3-Teiler mal rausgekramt und habe den mal angehört. Ich musste sehr oft lachen. Das hat schon einen Humor, der, ich weiß nicht, ob der so gedacht war. Naja, das hat so eine Comedy-Note, die wahrscheinlich damals nicht beabsichtigt war, aber also das Zusammenspiel von Sprechern, die komische Texte sprechen und Sachen verbalisieren, wo man heute einfach lacht, weil man das als Gag erkennt. Also Sachen wie, ja, da gebe ich dir einen Tritt. Ich weiß nicht, wie oft das in diesem Dreiteiler vorkommt. Oder dann schieße ich dir halt irgendwo hin. Piu, piu. Ah, und wirklich in der Abfolge. Dann mache ich das. Piu, piu. Ah. Das kommt so oft vor. Das ist herrlich. Ja, Sachen, die eigentlich gleichzeitig passieren. Aber so wurden halt damals beim Tonstudio Braun Hörspiel gemacht. Und dann kommt wieder die Orgel dazwischen. Ja, das ist tatsächlich wirklich nur für Fans, finde ich, erträglich. Erträglich klingt schon hart, ne? Aber ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll. Also, man soll ja wahrscheinlich nicht drüber lachen, oder? Deswegen bringt man die doch nicht raus. Man bringt die ja wahrscheinlich für die Fans raus, dass sie das mal auf CD hören können. Ja. Und die lachen da ja nicht drüber. Nee, hartgesottene John Sinclair-Fans sind schmerzresistent. Vollkommen. Ja, und also deswegen... Leute, das, die zum Lachen in die Arena gehen. Mario Barth. Genau. Das ist zwar witzig. Ich habe mich da erinnert gefühlt, als der Dreiteiler bei der Edition 2000 rauskam. Wie dann alle gemeint haben, oh ja, da finde ich das Original besser. Wenn ich das anhöre. Hä? Wie um alles in der Welt kommt man denn zu dieser Einschätzung? Wie kann man das überhaupt zu dieser... Also, ich weiß, dass es gibt nur eine Folge, das ist die Teufelsuhr, wo ich sage, da ist das Original besser, aber auch nur, weil ich es nicht gehört habe mehr, sondern weil ich das aus der Vergangenheit entsprechend verklärt in Erinnerung habe. Tja. Aber ansonsten, also die zwei Serien kann man doch gar nicht miteinander vergleichen, weil sie sind doch Welten. Ich glaube, heutzutage macht man das auch nicht mehr, aber ich weiß noch, damals, als das rauskam, da ist ständig verglichen worden. Wo ich dachte, mein Gott, dann habe ich mir ein paar Kassetten besorgt und dachte, das ist doch nicht euer Ernst. Nee. Früher war alles früher, ja. Da passt der Satz mal wieder. Nee. Also für Fans gerne und für Leute, die also das wirklich lachend anhören können, ja, das hat wirklich Humor, aber halt keinen gewollten Humor. Deswegen kann ich das dann auch wirklich nur den zwei Extremparteien empfehlen. Apropos gewollten Humor, sollten wir gleich zu John Sinclair Classics weitergehen. Oh ja. Also weniger zur Classics-Folge als zum Bonusmaterial. Genau. Zum Bezug auf. Aber vielleicht können wir erstmal was zur. Ja, Dr. Tod war ja tot, ne? Eigentlich. Genau. Jetzt ja, doch nicht. Schon. Nein, Dr. Tod ist doch nicht tot. Was ja immer sehr witzig ist, weil Dr. Tod heißt. Ist das noch nie. Seinem Namen keine Ehre mehr.
John hat ihn ja da runtergeschmissen, aber er lebt ja immer noch und rückt John Sinclair halt jetzt wieder auf den Pelz. Und John muss halt sämtliche Kräfte mobilisieren, um ihn nochmal an Karren zu fahren. Und das macht er in der Folge 25, die übrigens eins der, Entschuldigung, schlimmsten Cover der Hörspielgeschichte, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber wer hat sich denn dieses Cover einfallen lassen? Habe ich das schon wieder verdrängt? Ein blutüberströmter Totenschädel, der so widerlich aussieht, also... Aber es setzt sich fest, okay. Mit Augen. Viel mehr kann ich aus der Folge aber auch irgendwie nicht rausholen. Ich meine, ich fand es jetzt auch nicht so. Ich finde es halt so schwierig, wenn so Totgeglaubte dann wiederkommen. Ich finde das sehr albern irgendwie. Also. Ja. Und er taucht ja dann nochmal auf und wird dann durch den. Oh je, hol schon mal das Lexikon. Wird dann durch den Spuk doch wiederbelebt und landet im Körper von Solo Morasso. Genau. So ist durch den Spuk. Guck nicht beim Spuk nach, das sind 100 Seiten wahrscheinlich. Ich guck bei Solo Morasso. Hat ganz schön viel mit S. Sinclair. Harriet Slade zum Beispiel. Aber wo ist denn Solo Morasso? Der muss schon in der M gucken. Ich stimmt, das da ich vorne. Ich bin halt zu blöd für ein Lexikon aufzuschlagen. Aber groß über Sinclair. So, kannst du schon noch um Stunden handeln? Ist nicht schlimm, ich mache ein bisschen Höllenfarts. Zwischenmusik. Solo Morasso. Na? Genau. Genau? Okay. Steht gar nicht viel. Wurde er auch weggeschickt, weil er nicht mehr gebraucht wurde. Er wird wieder zum Leben hinweg, indem Asmodina den Geist von Dr. Tod seinen Körper gibt. Ja. Aber der Spuk muss ihn freigeben quasi. Ja, irgendwann war er da auch, ja. Weil der Spuk bewacht die Toten und wenn irgendwas sowas passiert, dann muss immer der Spuk gefragt werden. Ist logisch, ne? Ja, ja, das macht alles Sinn. So, ja, aber es gibt ja noch was zu feiern. 25 Folgen John Sinclair Classics und dazu hat man sich was ausgedacht und hat sich gedacht, ja, machen wir doch hier, gab es doch schon mal so eine Comedy-Folge von John Sinclair und hat eine, ja, komödiantische Folge Nummer 1 quasi oder mein erster Fall noch gemacht. Mhm. Ja, Humor. Ja. Humor ist ein schwieriges Geschäft. Das funktioniert nicht immer. Nein, leider irgendwie. Ich würde sagen, hier funktioniert leider gar nichts. Ich weiß auch nicht, warum. So ein paar Ansätze waren da. Ich finde es an sich eine lustige Idee irgendwie, aber... Ja, es wird teilweise einfach dann, wird es überdreht. Also wenn die Gags werden ausgewalzt bis zum... Ja, also wie der eine da zu Klump gemacht wird am Schluss. Ja, okay. Ja, so ein Larry Brent Neuhumor, oder? So ein bisschen schon, ja. Du hast mich dran erinnert, so dieses... Jetzt, ohne immer das ist lustig. Und auf den Schenkel klopft. Ja, ist eine ganz nette Beigabe. Ich finde es auch schön, dass man da den Fans quasi irgendwie sowas beigeben will. Das ist ja ganz nett. Aber so gezündet hat es nicht wirklich. Nee, hätte ich auch nicht gebraucht. Also eher mau, so ein bisschen leider das Ganze. Mhm. Also wir hatten auch schon weitaus bessere Classics-Folgen. Ich glaube, Dr. Tod tut der Serie nicht so gut. Kann das sein? Nee, ich finde das auch schwierig. Das fängt dann sogar an, so gar nicht mehr mein Thema zu werden. Warte mal ab, bis die Mordliga kommt. Dann bist du wieder voll dabei. Ja, da bin ich ja wieder. ich habe ja schon so einen Fanschal von der Mordliga. Ein Fanschal? Ja, das wäre mal Merchandising. Hat was, ja. Fanschal der Mordliga. Es gab ja schon das Kreuz, ne? Das Kreuz haben sie doch mal verkauft. Das ist ein völlig logischer nächste Schritt eigentlich. Ja. Und so eine kleine Uzi von Asmodina wollte ich sagen. Lady X heißt sie. Einfach nur Maschinengewehr. Was ist der Unterschied zwischen Uzi und Maschinengewehr? Es ist Uzi nicht irgendeine... Hätte ich jetzt gesagt, es ist irgendein Modell, oder? Ach so, ja. Waffenhändler unter euch, schreibt uns. Ja. Wie kommen wir jetzt von Waffenhändlern auf Jules Verne? Aus Stahl. Genau. Und schon sind wir da. Ruckzuck. Ja, Folge 4 der neuen Abenteuer des Phileas Fogg sind erschienen. Folge 4, der Elefant aus Stahl. Man nimmt wieder eine Jules Verne, eine bestehende Jules Verne. Episode und erzählt die quasi mit den Figuren, die man jetzt einmal hat. Ja, das ergibt ein ganz nettes Abenteuerhörspiel in Indien, was ein bisschen darunter leidet, dass dieser nicht totzukriegende Gegenspieler wieder die Szenerie bestimmt, am Schluss wieder stirbt, man aber auch nicht so genau weiß, ob er dann tatsächlich tot ist. Das ist das, was mich so ein bisschen jetzt so an der Folge gestört hat. Das ist vom Setting her, ist es wirklich wunderbar gelöst, aber dieser Ablauf ist quasi der gleiche wie in der vorherigen Folge, nur dass man halt andere Elemente dazu nimmt, um das zu erzählen. Mhm. Ach, weiß nicht. So ein Schluck Originalität hätte mir besser gefallen. Ja, also es war auch nicht so gut wie die letzte Folge. Es leidet ein bisschen unter der letzten, also bei mir war es so, unter der letzten
letzten Folge einfach, weil ich die letzte Folge ziemlich gut fand. Aber es ist, ich fand das trotzdem immer noch ein schönes Abenteuerhörspiel. Also ich fand die Idee auch super mit Frankenstein und dem Angriff seiner Monster da. Also das fand ich schon ganz clever. Aber mir hätte es jetzt diesen Gegenspieler nicht gebraucht. Ja. Das ist so, der hat so diesen Moriarty-Effekt. Das langweilt dann irgendwann. Weil das halt immer wieder das Gleiche ist und am Schluss, jo, hat man dann wieder und ja. Das könnte natürlich passieren, ja. Na, dann müssen wir abwarten, wie es Ja. mit der nächsten Folge wird. Aber es wechselt er jetzt nicht der Autor? War da nicht irgendwie mal was? Das ist immer alle 4 Folgen ein Autor? Irgendwas ist da dunkel im Ohr. Oder war vielleicht auch gar nicht schön. Da fragst Wahrscheinlich du mich rede ich jetzt wieder viel. Unsinn. Du redest nie Unsinn. Ja, das stimmt. Ich müsste das einfach nicht so machen, liebes Maritim-Team. Weil du das jetzt gesagt hast. Genau. Das ist gut. Ja. Das gefällt mir. Jo. Ja. Ja, jetzt kommt der Knaller. Festhalten. Audible hat mal wieder ein Hörspiel gemacht oder beziehungsweise produzieren lassen. Das haben zwei ziemlich bekannte Hörspielmacher, von denen man aber schon länger nichts mehr gehört hat, gemacht. Die heißen Steel und die haben Macbeth umgesetzt. Ja, aber nicht den Original Macbeth, sondern ja, das ist ein Roman von David Heavison und A.J. Hartley nach eben Figuren von William Shakespeare und auch der Geschichte von William Shakespeare. Und das Ding ist 8 Stunden lang und das Ding ist ein Brett. Genau, MacBrett sozusagen. MacBrett, ja. Ja. Es ist der Knaller. Das Schöne bei diesen Audible-Formaten ist, finde ich, also in dem Fall ist mir das ganz groß aufgefallen und ganz, ganz dick und fett markiert im Endeffekt nochmal, was das Geile ist an diesen Hörspielen. Man kann sich Zeit lassen, eine Geschichte, die man hätte die vielleicht auch in 4 Stunden erzählen können, denke ich jetzt mal. Aber das Geile ist halt, ja, wenn man sich dann so viel Zeit gönnt tatsächlich und da Schauspieler am Werk sind, die ihren Job verstehen, unter anderem Tobias Gluckert als Macbeth, den ich grandios fand. Super. Claudia Obstadt-Winges als Lady Macbeth, als Ebenso. Gina, irrsinnig gut. Ich fand sogar Christian Rode gut. Es ist echt selten, dass ich Christian Rode mal gut finde. Für mich ist er einfach, der Holmes mir einfach zu sehr. Und hier als alter König Duncan, geil, richtig geil. Und das ganze Ding ist von vorne bis hinten großartig. Hat ein ganz tolles Tempo, das immer zu den richtigen Zeiten sich verschleppt und dann mal wieder anzieht. Dann kommt mal zum richtigen Zeitpunkt wieder eine Schlacht. Dann hat man wieder Zeit, sich zu besinnen. Dann kommen diese Hexenszenen mit rein. Das ist einfach ein ganz großes, geiles, ja, Historien-Epos, das ja nicht wirklich Historie ist, aber ja, ein fettes Drama einfach, das sich wirklich viel Zeit nimmt und den Figuren einfach viel Zeit gibt, sich zu entwickeln und einfach irrsinnig viel Hörspaß macht. Ja, also ich war auch hin und weg davon. Also ist jetzt, Macbeth ist jetzt unbedingt mein Lieblingsthema, aber so wie es hier präsentiert wurde, ist wirklich super geworden. Und also man erzählt ja quasi nur den Plot und hat quasi die ganze Sprache neu gefasst. Es klingt zwar immer noch, Es hat aber immer noch diesen Flair irgendwie. es bringt diesen Flair mit, es klingt immer noch. Es ist aber deutlich einfacher zu verstehen. Es hat also, ja, so wie so ein Fantasy-Epos, so wie so Herr der Ringe-mäßig kommt da Ich finde vieles eher als rüber. Game of Thrones teilweise schon Ja, sowas irgendwie. kenne ich ja nicht. Du guckst nicht Game of Thrones, Nein, wirklich? nein. Ach so, du magst ja Fantasy nicht, aber da müsstest du eigentlich mal eine Ausnahme machen. Das Echt? ist, ja, doch, das ist groß. Und so in die Richtung geht's im Endeffekt auch. Also so klingt das auch, halt quasi modern einfach. Also Ja. das alte Drama mit seiner ganzen Wucht und Stärke in modern erzählt im Endeffekt. Das ist es. Ja, Da, also ich war also. relativ platt, wirklich. Ich habe das mehr oder minder in einem Stück durchgehört, weil da wollte ich dann auch nicht locker lassen. Das macht so Spaß. Und sogar Udo Schenk in einer seiner, diese Paraderolle im Endeffekt, was er immer macht, als schmierigen, windigen Typen, der halt die Drecksarbeit erledigt und auch mal Kinder umbringt zum Beispiel. Das ist so, oh, das ist so eine krasse Szene. Da ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen, mehrfach. Selbst Udo Schenk finde ich hier total geil, Ja. wo es mich woanders vielleicht gestört hätte, weil es einfach in sich einfach eingebettet in diese Geschichte, in diese Atmosphäre, in dieses Schottland. Mein Gott, da ist so viel Schottland drin irgendwie. Ja, musikalisch ist das groß, finde ich. Und in allen Belangen, die ein geiles Hörspiel ausmachen, rockt das einfach. Ja, ich glaube, dieses Mal ist es, später haben wir es bei den Highlights relativ einfach, diesmal, weil das ist wirklich so die Granate, das muss man echt sagen, diesen Monat. Da kommt dann auch lange nichts und obwohl es auch einige gute Sachen zu hören gab, aber das ist schon ein Brett. Hammer. Jo. Ja, so, beruhigen. Beruhigen. Schritt zurücktreten. Obwohl es gut weitergeht Yes. eigentlich, ne?
Ja, es ist ein bisschen unfair, weil jetzt kommt Marc Brandes Raumquartett 8. Das hätte es jetzt eigentlich gar nicht verdient, dass man sagen muss, ja, das ist jetzt ein bisschen schlechter als Macbeth. Ja, ist es, aber das liegt jetzt nicht am Raumquartett. Nein, ganz im Weil Fall. das ist wirklich tatsächlich eine Folge, die gar nicht so ohne ist. Also, wenn man da, wie ich es am Anfang gedacht habe, naja, hier so ein bisschen TKKG im Weltraum, da hat sich der Raumquartett doch ziemlich schnell von verabschiedet und bringt jetzt schon einige Folgen, die deutlich näher an der Ursprungsserie sind, was das Drama betrifft, als man es zu Anfang hätte vermuten. Gerade hier diese Folge mit einem Ende. Hui, ja, ohne es vorwegzunehmen, aber das ist schon beeindruckend gewesen, was man da zu hören bekam. Das zieht einen schon ganz schön mit. Ja, Und es ist halt immer wieder schön, eigentlich von Folge zu Folge, finde ich, wie gut man die Figur Marc Brandes einfach kennt. Und das merkt man halt wirklich in jeder Phase bei diesem Prequel, dass man einfach diese Figur gut kennt und sich so langsam quasi in Richtung als Marc Brandes vorarbeitet und wirklich so Stück für Stück die Persönlichkeit auch ausgebaut wird, ist falsches Wort, Oder aber mehr so Facetten aufblitzen lässt, ja. des alten Mannes. Das ist super. Das ist echt super gemacht. Und Und wie geil halt auch, das ist eigentlich irgendwie logisch, aber ich finde es trotzdem schön, dass halt Marc Brandes quasi immer am Puls der Zeit ist. Also in dem Fall, ja, Union und Republiken. Und Marc Brandes ist halt mittendrin in diesem Konflikt. Und zwar zu einem ziemlichen Knackpunkt im Ja. Endeffekt. Ich hoffe jetzt nur, dass man sich da nicht die Zeit irgendwann einem davon läuft, bis Marc Brandes erwachsen wird. Irgendwann wird es passieren. Ja. Ich warte halt nur noch, dass das dann mit Robert Monnier kommt. Ja. Und was halt immer in der Originalserie so angeklungen ist, was so passiert ist. Ja, aber so ein bisschen Raum ist ja noch. Ein bisschen Raum. Also ich finde es ganz toll, also vor allem, wie man diese Geschichten angeht und mit wie viel Feingespür für die Figur man die Geschichten angeht. Ich meine, was das Hörspielerische anbelangt, da ist das eh großartig. Eigentlich in allen Belangen, finde ich. Da ist Marc Brandes oberste Spitze. Also allein mit was für auch Feingespür man Räume ausarbeitet und so weiter, da macht Marc Brandes wirklich niemand was vor. Aber Das das aber ist auch schon seit Jahren nicht. ja, kaufen, kaufen, kaufen. Ja, finde Also, ich auch es auf ist jeden wirklich, Fall. ich bin immer wieder überrascht, wie sehr mich diese Serie doch überzeugt, wenn man es dann mal gehört hat. Jetzt gerade auch die zweite Staffel, Ja, ne? Beide also super. gerne mehr. Oh ja. Ja, dann ein Hörspiel, ja, was der Orchester, oh, Oh je. ich werde Mir müde. geht's aber auch Gott, so, ja. ist quasi so, also schon so eine alte eingesessene Serie. Ja, die immer ganz viel Schatten hat und wenig Licht irgendwie. Ja, schon, doch, Ja. muss man wirklich so sagen, ja. Irgendwie gab eigentlich immer was zu melden. Also selbst wenn es mal eine gute Folge gab, also irgendein Knackpunkt war dann immer noch drin. Ja, Offenbarung 23, darum geht es. Folge 63 ist da. Die fetten Jahre sind erschienen und wie man beim Titel vermuten lässt, geht es um Ernährung, es geht um Diäten, um den Diätwahn und dann um die Geheimnisse, die da. Es gibt ja also einige Verschwörungstheorien, die noch alle munter präsentiert werden, wie man das halt auch von Offenbarung 23 kennt. Das ist ja immer so ein Thema und da wird alles reingepfeffert, was Wikipedia dazu hergibt. Und so ist das hier auch. Allerdings muss ich sagen, dass tatsächlich das Grundsetting mir wieder besser gefällt. Also so dieses Zusammenspiel der drei, auch wenn das auch seine Ecken und Kanten hat. Aber irgendwie ist das vom Lauf, wie diese Story erzählt wird, ein bisschen angenehmer als früher. Also gerade hier diese Folge, weil jetzt, gut, jetzt kommt wieder die olle Margot rein, Ich wollte gerade sagen, das geht immer so lange gut, bis sie dann so eine beknackte Figur wieder auspacken. Sie sagt, Ja, mein Gott, das ist nicht halt schon immer wieder. das Kreuz. Es war wirklich bis dahin total interessant. Auch gerade mit diesen Leuten, die da quasi so irgendwie geforscht haben, dann unter Druck gesetzt werden. Und das war schon spannend erzählt. Und dann kommt halt Margot und dann kommt wieder der typische Offenbarung 23 Pathos rein und reißt dann so die Folge so ein bisschen, reißt man dann mit dem Hintern da wieder alles ein, was man vorher aufgebaut hatte. Ja, das ist jetzt halt mal so. Das Aber könntest du wirklich unter die Serie schreiben. ja, genau. Die Serie, die mit dem Hintern alles wieder einreißt, was er aufbaut. Also das zieht sich wirklich durch. Ja, dann ist halt Ja. blöd, weil es immer am Ende kommt und dann ist dann das Hörspiel verhagelt. Wobei, also hier, das mit diesen Stoffen und so weiter, das ist ja, da dachte ich auch erst, ja, das ist doch alles Schnee von gestern. Aber dann ist mir eingefallen, ach, das spielt ja 15 Das Jahre spielt ja, davor genau. quasi oder sowas um den Dreh. Ja, Von genau. dem her habe ich dann gedacht, okay, ja, passt ja, ist okay. Hätte mich sonst gestört, aber nee, da liegen andere Sachen im Argen. Lass doch die Margot in ihrem Schrank. Ich verstehe Ja. das echt nicht. Ja, aber wenn ihr schon dabei seid, die anderen auch. Da diese, wer hilft denn Die noch? Sinclair, nee, wie heißt er? Genau, John Sinclair. John Sinclair. Oh, Ja, nee, ja. nee. Ja, schade, das hätte es
Zeug wirklich zu einer. Na gut, also ich sag mal, im Serienkosmos ist das wirklich eine der besseren Folgen. Ja, Deutlich besseren Folgen sogar, würde ich sagen. ist es. Dann zum Radio Gut. Tatort. Wie jeden Monat ab dem Hast du das 13.04. gab's. Düdelüm vergessen? Ich habe das Düdel. Das musst du machen. Wo ist Düdelüm? Jetzt hast du Düdelüm Düdelüm. gemacht. Okay, jetzt können wir mit dem Radio Tatort anfangen. Die 98 Solo für Okay, Broschek. Radio. Von Sabine Stein, ein NDR-Radio Tatort. Und es geht nicht diesmal um ein Duo, sondern Jack Gartmann hat quasi ein Solo. Also nicht nur ein Solo für Broschek, sondern ein Solo für Martin Reinke, alias Jack Gartmann. Jack Gartmann ist eingeladen, bei so einer Abendgesellschaft, bei so einem reichen Rechtsanwalt zu spielen, auf einem Flügel, was er ja so gut kann, auf seinem Steinway. Und ja, er kennt halt diesen Rechtsanwalt eher so flüchtig. Also jetzt sind jetzt keine dicken Freunde oder irgendwie so, sondern der hat ihn halt mal irgendwo gehört und fand, dem hat das gefallen und deswegen hat er eben ihn eingeladen. Ja, da sind aber auch noch andere Gesellen, die alle von Anfang an irgendwie einen merkwürdigen Eindruck machen. Ich weiß nicht, ob das gewollt war, aber dann denkt sich doch von Anfang an, das ist doch hier ein Verbrechermoloch irgendwie, oder? Also mir ging das von Anfang an so, ich dachte, dass die Leute, die Ja, da. da fragt man sich dann halt, warum ist jetzt dieser Jack Gartner da? Also ich meine, wenn man so Leute einlädt. Ja, ich meine, das wäre ja alles okay Also man gewesen. darf es nicht hinterfragen, aber ja. Also wenn das dann nicht passiert wäre, was dann Ja. eben passiert, nämlich dass ein weiterer Gast auftaucht, nämlich der Broschek, dann wäre das wahrscheinlich alles glatt über die Bühne gelaufen. Aber so gibt es Stress, denn Broschek war nicht eingeladen. Ja, und Broschek taucht auf und will sein Geld wieder haben. Und da wird eben erstmal so nach und nach aufgeschlossen, hä, was denn für ein Geld? Und dann schafft es Broschek tatsächlich diverse Keile auch zwischen den Rechtsanwalt und die anderen Gäste zu treiben. Und das fand ich gerade, als es aufs Ende hingeht, ziemlich geil. Das hat mir dann ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Weil man halt nie so genau weiß, was will denn der Broschek jetzt Ja, eigentlich? genau. Wie sind die Allianz, also die Allianzen, die dann immer mal wechseln und so, das ist schon wirklich auch clever gemacht. Und natürlich großartig, Letztlich. es wird quasi in Echtzeit erzählt. Ja. Und das gibt dem Ganzen dann auch, was das Erzählerische anbelangt, nochmal so ein Glaubwürdigkeit. Authentizismus. Und Ja, und der Twist am Ende ist super. ja, das. Ganz, ganz grandios. Und also tatsächlich Ich fand die eine super, die der Folge. Die hat mir total gut besten, gefallen. besten in der NDR-Radio-Tour, würde ich sagen. Ja, auch diese Kammerspielatmosphäre ist halt schon Gold wert. Gutes Kammerspiel ist immer super. Da braucht es gar nicht viel. Also den könnt ihr euch allerbestens Gewissens Aber anhören. gerne. Der war richtig, richtig gut. Sehr schön. Auch gerne mehr davon. Ja, dann hatten wir ja im letzten Orcast angekündigt, dass es eine neue Scary Story geben wird von Frank Hammerschmidt. Die ist am 23.04. online gegangen und kann seitdem gehört werden. Die Folge trägt den Titel Falten und Frank Hammerschmidt widmet sich darin ja, dem Thema, ich sag mal, Jungbrunnen im weitesten Sinne. Es geht um eine Frau, die als Filmschauspielerin quasi immer noch jung aussieht und jeder rätselt, wie das überhaupt geht, dass sie das so schafft. Und ein junges Mädchen will sie interviewen und ja, dann kommt sie auf etwas unschöne Art tatsächlich hinter das Geheimnis. Und was ich an dieser Folge schön finde, ist, dass sie dieses Ende tatsächlich ein bisschen anders ist wie bei den anderen Scary Stories Folgen, dass man also nicht nur den Protagonisten in so eine Situation reinbringt und ihn dort belässt, sondern tatsächlich auch ein rundes Ende da abliefert. Das hat mir gut gefallen. Ist jetzt eine relativ einfache Gruselstory ansonsten, also so ein schöner Teenie-Horror-Modus, wie man das so kennt. Kann man sich gerne gönnen. Apropos gerne Apropos gönnen. schön, es ist, also ihr erlebt wirklich hier Zeichen und Eine Wunder. Premiere. Quasi. TKKG, die 196 Tatort Wagenburg, Ja. Glückwunsch, also die war richtig gut. Gut ab, das war, da Die gibt's war nicht, also wirklich eigentlich richtig wirklich gut. nichts zu meckern dran. Nee, Das also ist wirklich ich nur. müsste wirklich auch mit der Lupe suchen. Also einmal das Thema, ich habe noch nie von sowas wie Wagenburg gehört. Hast du mal was von der Wagenburg gehört? Ja, so, also direkt als Wagenburg nicht, aber so als Aussteigercamp, ja, genau. Also es geht um so eine moderne Kommune, wenn man so will. Also da hat einer eben einen Platz gepachtet und auf diesem Platz sammeln sich dann eben so Alternative an, die halt abseits der Millionenstadt in dem Fall vor sich hin leben wollen. Und das sind sehr unterschiedliche Leute, die sich so nach und nach da eben eingefunden haben und dort leben und wohnen. Also es geht damit los, dass Tim der Polizei folgt, die eben in dieser Wagenburg da landet, den Platz zum bunten Hund, wie das heißt. Und dort wird ein Bewohner verdächtigt, ein Diebstahl begangen zu haben, denn irgendwas wurde am Tatort gefunden. Ich glaube, seine Mütze war es, oder? Ja,
noch gibt's eine Mütze. Ja, und das Ganze ist ziemlich prekär, denn die Bestohlene, ja, da geht es um den Platz, wo eben die Wagenburg steht und um die Zukunft des Platzes. Denn, ja, da haben halt raffgierige Investmentmenschen, die dort Sachen bauen wollen, haben da schon ihre Finger danach ausgestreckt und würden diesen Platz gern haben und würden dementsprechend natürlich gerne die Leute da verscheuchen. Aber so einfach ist es tatsächlich nicht. Man denkt, ja, TKKG-Logik, okay, die Sache ist klar. Nee, diesmal nimmt man tatsächlich noch so ein, zwei Wendungen an und präsentiert so ein paar Verdächtige, unter anderem dann eine Person, von der man nur irgendwie ja, gehört hat. Und ja, so nimmt das Ganze dann seinen Lauf, diese Täterjagd, und die vier plus Töle ermitteln dann eben und landen auf einem Flohmarkt. Und auf diesem Flohmarkt treiben sich komischerweise relativ viele der Verdächtigen und der Bewohner herum. Und jo, das wird dann so ein bisschen der Knackpunkt in dem Fall im Endeffekt. Und das hatte sehr viel Charme, also gerade wie diese Kommune da dargestellt wird und ja, wie die eben zusammenleben und wie die ihr Zusammenleben auch ordnen und sortieren. Und mich haben da selbst die vier nicht gestört tatsächlich da drin, nee. Was dann meistens immer der Fall ist, weil die sich irgendwie daneben benehmen oder irgendwie was Komisches machen. Nee, irgendwie hat da irgendwie alles zusammengepasst und ja. Ich war danach wirklich höchst erstaunt und habe gedacht, ach Mensch, es geht ja. Guck an. Mhm. Cool. Ja, so eine richtig coole Folge. Immer clever, wie man diese Verdächtigen da präsentiert, da mit diesen Figuren spielt und da immer mal so einen anderen in den Fokus rückt. Und das ist echt schon, hätte man tatsächlich bei TKKG nicht mehr erwartet. Martin Hofstetter, der soll mal mehr schreiben, bitte. Gerne. Also ich war ein bisschen perplex, muss ich sagen. Das noch erleben. Auch von meiner Reaktion. Ich habe fast ein Tränchen verdrückt. Sehr schön, also gerne mehr davon. Ja, apropos. Dann gibt es was Neues, was aber schon mal da war, aber jetzt wieder ganz neu da ist. Klingt jetzt merkwürdig, ist aber gar nicht so. Twilight Mysteries, das ist eine Serie, die gab es irgendwann 2008, 2009 bei Dreamland. Mal drei Folgen, darauf hat das Ganze gebracht. Dann ist es leider eingestellt worden, weil es nicht genug Hörer gefunden hat. Und jetzt hat sich Maritim gesagt, wir machen das Ganze nochmal. Haben, glaube ich, im letzten Jahr die drei Folgen nochmal neu aufgelegt, oder? Kann auch schon zwei Jahre gewesen sein. Hat jetzt das Label Steinhardt damit beauftragt, die Serie nochmal neu zu starten mit Folge 1, Charybdis. Heißt der erste Teil und man startet auch tatsächlich nochmal bei Null. In der ersten Folge geht es hauptsächlich darum, wie das Team um Dr. Sapphire sich findet, beziehungsweise die zwei männlichen Protagonisten sind schon da und es wird jetzt eine weibliche Mitstreiterin gesucht und allein dieser Punkt deutet schon an, dass es auch gute Prise Humor drin ist, wie man allein die Bewerbungsgespräche da darstellt. Das hat schon sehr viel Lustiges, vielleicht ein bisschen albern trifft es dann ab, aber ja gut, darf es ja auch mal sein. Ja, es bleibt dann halt am Schluss, bleibt dann halt für den eigentlichen Fall gar nicht mehr so viel Zeit, wobei das recht clever gelöst ist, indem man diese Findung der drei da quasi mit einbaut. Und das ist dann ja, wirklich, das ist das Problem der Auftaktfolge relativ gut gelöst, finde ich ja, auch. Ja, das hat man damit ziemlich gut kompensiert und hat da Synergien geschaffen. Oh, ja. Es managerdeutscht. Ja, es ist Joachim Kerzelt. Ja, also mich hatte tatsächlich der Relaunch wirklich gut unterhalten. Interessant auch die Rahmengeschichte, die man jetzt schon präsentiert, also die so leicht eingestreut wird mit der Hintergrundgeschichte von Dr. Sapphire. Das lässt auf viele Folgen hoffen. Es gibt ja jetzt erstmal die erste Staffel, die dann direkt monatsweise erscheint. Also jeden Monat gibt es eine Folge im April, Mai, Juni und Juli jeweils eine. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil die erste Folge mich wirklich richtig gut unterhalten hat. Ja, schönes, actiongeladenes Abenteuer. Ja, mit guten Sprechern. Mit ordentlichen Prise Humor. Marc Schüler, das ist halt irgendwie eine Bank. Ja, stimmt. Und rockige Musik. Ja. Ja, vielleicht kommen wir irgendwie im Laufe des Orcas nochmal auf das Thema Twilight Mysteries. Man weiß es nicht. Meinst du? Könnte ja, könnte passieren. Ja, das war's auch schon, oder? Ja, mit denen, genau. Die also wir jetzt ganz frisch gehört haben. Wir hatten im letzten Orcast euch ja schon die Sachen im April vorgestellt, die wir irgendwie schon im Vorfeld hören konnten. Zum Beispiel Die Augen von Friedemann Schulz, eine WDR-Produktion aus 2008, die nochmal neu im WDR-Hörspielspeicher zu finden ist. Genau wie Die Welt ist eine Pudel von Charlotte Knote, immer noch im WDR-Hörspielspeicher. Ja, beim SRF gibt es Im Außeralpinen von Patrick Savolein. Auch das haben wir euch schon vorgestellt. Mit wehenden Fahnen empfohlen und von mir jetzt auch fünffach unterstrichen Kilroy Was Here. Großartige Agenten-Action-Thriller-Verschwörungs-
Lieblingshörspiel von Robert Weber, SWR-Produktion von 2015. Das war groß. Bis auf diese merkwürdige Einteilung, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber naja. Hast du auch das Titel nicht so schlimm? Ich habe jetzt ein paar Mal gelesen. Ich habe das auch mal gelesen. Ich fand das überhaupt nicht. Ich fand das super. Ja, es hat auch gut gepasst. Also ich habe es immer noch im Ohr tatsächlich. Das tagelang im Ohr gehabt. Die kleine Hexe Klaviklack, die Folgen 1 bis 4, die sind auch neu bei Maritim erschienen. Da hat man nochmal einen Schritt gewagt und bringt immer jetzt 4 Folgen. Die nächsten 4 kommen auf jeden Fall. Ja. Marloff und die Kremlpille, den neuen Marloff gab es auch von David Zane Marowitz im WDR-Hörspielspeicher, habe ich auch mittlerweile gehört. Joa, war auch nicht so angetan, muss ich sagen. Ups, Wrong Planet, das Hörspiel haben wir euch auch schon vor Jahren vorgestellt. Aber das ist auch nochmal neu im Hörspielspeicher. Dann die 3 super-duper P-Dax-Hörspielklassiker im April. Die Abenteuer der Zukunft von Fritz Puhl, naja, und eine Geschichte von Bogislav von Puttkamer, NDR-Produktion aus 1959. Dann das sehr verschrobene, aber sehr hörenswerte Big Fish nach Thomas Perry, NDR-Produktion aus 87. Und die fantastischen Geschichten von diversen Autoren, die man eigentlich fast alle kennt, vom NDR aus 1956. Ganz tolle Sachen. Ja, ein interessantes Projekt beim BR ist nochmal im Hörspielpool gelandet. Speicher von Michaela Melihan. Speicher im Hörspielpool, das geht echt gar nicht. Ja, und Tower of Babel gibt es auch beim SWR zum Download von Robert Wilson. Das wären die jetzt irgendwie alle irgendwie mal, wo wir alles sowas gesagt haben. Zu denen wir nichts sagen konnten, weil wir es nicht oder noch nicht gehört haben, die kämen dann jetzt. Zum Beispiel wäre das Alice im Wunderland von Lewis Carroll. Die Produktion von SWR und BR aus dem Jahr 1958 ist beim DAV erschienen. In der Schweiz im SRF gab es das Vogelhaus Wolfram Höll und Barblina Meierhans. Heinke Hannings Der Schulrat kommt ist ein Hörspiel von RB und NDR aus dem Jahr 2013, was nochmal neu im Podcast Niederdeutsches Hörspiel zu finden ist. Im WDR-Hörspielspeicher gibt es noch zu hören Der Fall Doyle Houdini von Peter Jacobi. Der Fischer und seine Frau, ein Hörspiel von Andreas Linus. SRF-Produktion aus 2016 aus der Reihe Schreckmümpfeli. Die könnt ihr downloaden. Jo, dann Der goldene Zufall, ein Hörspiel von Frank Schildke, eine Eigenproduktion aus 2015. Und die gibt's wo? SWR. Beim SWR. Die Tagebücher von Adam und Eva nach Mark Twain sind bei Lindenblatt Records erschienen, seit Ende April erhält. Für die Kinder im WDR-Hörspielspeicher gibt es die unsinkbaren 3 Ermittlungsdetektive von Wilhelm Nünnerich. Ein neues Hörspiel von Eran Scherf und Eva Meyer. Nein, gar kein neues Hörspiel, es ist nur neu im BR-Hörspielpool zu finden. Europa von Weitem ist von 1999 sogar schon. Ja, eine neue Folge Faith, The Van Helsing Chronicles, die 51, die Rückkehr der großen Alten, Teil 4 von 9 von der R&B Company. Das fällt für mich, ich habe es tatsächlich nochmal probiert, unter die Kategorie eingeschaltet und ausgemacht. Na, okay. Tut mir leid. Frau Higgins, anstelle von Erinnerung von Jens Nielsen, das gibt's beim SRF in, ja, nee, die haben ja keinen eigenen Namen dafür, es gibt's einfach da zum Download. Dann wieder SWR, tippe ich mal. Genau. Glück ist wie Essen von Sebastian Hocke, eine Eigenproduktion. Ja, WDR-Hörspielspeicher gibt es nochmal Hitler in Therapie von Carrie Harrison, eine Produktion aus 2008. Björn Bickers Illegal ist im Pool des BR noch zu hören, eine Produktion zusammen mit den Münchner Kammerspielen aus 2008. Ja, eine Folge John Sinclair haben wir links liegen lassen, und zwar Folge 20, Asmodinas Todesengel, die Tonstudio Braun-Variante ist es. Oh, ist vergessen worden. Manu. Dann Morgan und Bailey, die Folge 3, Mörder unser bei Contendo Media. Könnte ich mir vorstellen, dass wir die nachholen. Im WDR-Hörspielspeicher gibt es Nana, ein Dreiteiler nach Emil Solar, eine WDR-Produktion von 2002. Die holen wir auf jeden Fall nach. Dann Sammy und Scott's Funky Adventures. Teil 6 ist erschienen, Carrot Rises bei sammyundscott.de. Ja, 7 Prinzessinnen und jede Menge Drache, ein Hörspiel von WDR im Kiraka-Podcast noch nachzuhören. Dann Smündel, eine DRS-Produktion aus 1944 von Emil Sauter gibt es bei den Schweizer Kollegen noch zu hören. Ja, leider nicht mehr zum Download, weil das ist dieser Klassiker des Monats, den gab es im April zum Download, könnt ihr nachhören. Dann ist ja der Prinz gestorben und da hat WDR kurzfristig ein Hörspiel ins Programm genommen von Alexander Schumacher, The Entire Prince in One Hour, wo man tatsächlich versucht in einer Stunde, ich glaube 200 Prince-Songs unterzubringen. Krass. 280 sogar. Alexander Schumacher, den kennt man ja als Regisseur diverser Hörspiele, der hatte dieses Hörspiel 1999 auf der Pfanne und das hat man jetzt
anlässlich des Todes von Prince nochmal ins Programm genommen. Und auch gleich in den WDR-Speicher geschoben. Dann Teddy Adornos Traumprotokolle, Teddy, wie nur seine Freunde nennen dürfen, gibt's im BR-Hörspielpool noch zu hören. Ja, das war der komplette April. Jo. The entire April in one hour. Nicht ganz, dauert glaube ich ein bisschen länger. Echt? Ja. Wir müssen ein bisschen schneiden. Genau, stimmt. Ja. Deswegen schnell hier, wir haben noch ein paar Reste. Ach ja, genau. Ab dafür.